Meine Damen und Herren, das Präsidium des DFB hat sich im Oktober 2015 nach Bekanntwerden der Veröffentlichung des Nachrichtenmagazins Der Spiegel entschlossen, sämtliche im Raum stehenden Vorwürfe in Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 an Deutschland und einer Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro des WM-Organisationskomitees 2006 auf ein Konto der FIFA unabhängig und umfassend aufzuklären. Die heute an der Spitze des DFB verantwortlichen Präsidiumsmitglieder fühlen sich uneingeschränkt den Regeln von Good Governance, das heißt einer modernen und transparenten Verbandsführung, verpflichtet. Aus diesem Grund stand es für uns außer Frage, nur an den Sachfragen orientiert und ohne Ansehen von Personen für eine sorgsame Aufklärung möglichst aller im Raum stehenden Fragen zu sorgen. Die dafür erforderliche Transparenz gewährleisten wir durch diese heutige Pressekonferenz und die nachfolgende unter Beachtung der Vorschriften des Daten- und Persönlichkeitsschutzes so weit wie möglich vollständige Veröffentlichung des Untersuchungsberichtes im Internet, sodass sich ab heute Nachmittag jeder Fußballfan in Deutschland ein eigenes Bild machen kann. Mir ist in der Welt des Sports keine vergleichbar transparente und selbstkritische Aufarbeitung sportpolitischer, die eigene Organisation betreffender Vorwürfe bekannt. Wir sind aber der festen Überzeugung, dass in Zeiten, in denen große Sportorganisationen viel Kredit und Vertrauen verloren haben, nur so das notwendige Vertrauen in eine korrekte, an den Interessen der Sportler und Fans orientierte Amtsführung zurückgewonnen werden kann.